Königin Letizia ist der Stolz ins Gesicht geschrieben, als ihr Mann König Felipe die erste Ehrenmedaille Andalusiens entgegennehmen darf. Zuerst applaudiert sie ihrem Liebsten fleißig, dann folgen innige Berührungen, wie wir sie von dem spanischen Königspaar nur selten sehen. Im Palast San Telmo überreicht Juan Manuel Moreno, der Ministerpräsident Andalusiens, Felipe die Ehrenmedaille. Dessen Frau scheint sich genauso sehr darüber zu freuen wie ihr Mann. Normalerweise liefern uns die beiden eher solche Bilder. Letizia und Felipe stehen mit kleinem Abstand ohne Berührung nebeneinander, wenig Raum für Zärtlichkeiten. So zurückhaltend kennen wir es auch aus anderen Königshäusern, wie etwa den britischen. Prinz William und Herzogin Kate zeigen sich häufig auf die gleiche Weise. Zur königlichen Etikette gehört es, stets Professionalität zu wahren. Händchen halten und Ähnliches hat in der Öffentlichkeit deshalb keinen Platz. Da sind sich die Hoheiten der verschiedenen Königshäuser scheinbar einig. Umso mehr freuen sich Fans der Royals dann, seltene Momente wie diesen zwischen Felipe und Letizia zu sehen. Seit 17 Jahren sind die beiden verheiratet. Zu öffentlichen Liebesbekundungen lassen sie sich jedoch nur selten hinreißen. Ende 2002 lernten sich die beiden bei einem Abendessen von gemeinsamen Freunden kennen. Letizia war damals noch Nachrichtensprecherin. Im November, ein Jahr später, gaben die beiden die Verlobung bekannt. Einen Tag zuvor verabschiedete die schöne Brünette sich in ihrer letzten Sendung. Im Mai des darauffolgenden Jahres wurde geheiratet. Für Letizia war es bereits die zweite Ehe. Die erste hielt ein Jahr. Seither regieren sie und Felipe das spanische Königreich Hand in Hand und sind ein echtes Powerpaar. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Prinzessin Leonor, die 2005 geboren wurde, und Prinzessin Sophia, die 2007 geboren wurde. Auch wenn die spanischen Royals bei öffentlichen Auftritten immer ein tolles Bild abgeben, verzichten sie meist auf kleine Zärtlichkeiten. Doch an Felipes Ehrentag ist alles anders. Das Paar macht eine Ausnahme und zeigt seine Zuneigung zueinander. Wie schön! Das lässt das Royal Herz höher hüpfen und das Königspaar gleich viel nahbarer wirken. Mit einem weiteren Aspekt zeigt Letizia, wie bodenständig sie ist, denn erneut recycelt sie ein Kleidungsstück. Das himmelblaue Dress trug sie mit ähnlichen Accessoires bereits im Juni 2019. Dieses Mal kombiniert sie es mit nudefarbenen Pumps von Prada, einer weißen Clutch von Mascaro und ganz dezentem Schmuck.